Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Fortnite Daily Shop News vom 1.6.2019. Jo Leute, wenn ihr keine Videos mehr verpassen wollt, dann könnt ihr gerne mal auf Abonnieren drücken, die Glocke aktivieren und einen Daumen nach oben lassen. Und jetzt würde ich sagen, viel Spaß mit dem Video. Jo Leute, schauen wir in den heutigen Item Shop rein. Und jo, die Fußball-Skins sind wieder zurück. Okay. Ja, da ich das ja jetzt schon ein paar Mal gemacht habe mit den Fußballskins, machen wir es diesmal ein bisschen anders da. Fangen jetzt erstmal wieder auf der rechten Seite an. Und dann am Ende dieses Videos hier werden wir die Fußballskins vom unbeliebtesten bis zum beliebtesten durchmachen. Schauen wir mal, welchen Skin ihr am liebsten habt und welchen ihr am meisten hasst. Ich kann euch jetzt schon mal sagen, einer dieser Skins hat eine Wertung von 1,3 von 5. Und einer hat eine Wertung von 4,41 von 5. Ihr könnt ja jetzt mal unten in die Kommentare reinschreiben, ohne vorher zu lunsen, ja, was ihr glaubt, welcher Skin ist am beliebtesten von denen und welcher am unbeliebtesten. Wir fangen jetzt einfach mal auf der rechten Seite an mit der roten Karte. Ja, rote Karte finde ich eigentlich eine ganz coole Aktion für 200 V-Bucks. Das Teil kriegt von mir 8 von 10. Schauen wir doch mal. Red Card. Was hat die Red Card für eine Benotung? 4 von 5 bei 6 Votes. Am 15. Juni 2018 ist das erste Mal drin gewesen. Seitdem 6 mal 16 Reminders. Ja, und das letzte Mal im Shop am 9. April 2019 vor 53 Tagen. Die rote Karte. Dann haben wir die Balltricks. Finde ich mega hammergeil, das Teil. Kriegt von mir 10 von 10. Balltricks. Samir, 3,44 von 5 bei 9 Votes. Am 16. Juni 2018 ist das erste Mal drin gewesen. Seitdem 9 mal 15 Reminders. Letzte Mal auch vor 53 Tagen im Shop am 9. April 2019. Dann haben wir die Volleymeisterin. Oh, sieht ganz schnuckelig aus, ne? Kriegt von mir aber nur 6 von 10. Da hinten mit dem Tennisball im Schläger. Für 1200 V-Bucks die Volleymeisterin. Und die Volleymeisterin hat hier ein Voting von 3,9 von 5 bei 48 Votes. 26. Januar 2019 ist das erste Mal drin gewesen. 6 Mal seitdem 46 Reminders. Das letzte Mal vor 19 Tagen am 13. Mai im Shop. Dann haben wir den Scorpion oder die Scorpion. Und für 800 V-Bucks. Ist halt perfekt für Paradise, ne? Und Scorpion kriegt von mir alleine wegen dem 8 von 10 für Paradise-Spieler. Mega cool. Und Scorpion hat hier ein Voting von 4,49 von 5 bei 55 Votes. Am 28. August 2018 ist das erste Mal drin gewesen. 13 Mal seitdem 112 Reminders. Vor 50 Tagen am 12. April 2019 das letzte Mal im Shop gewesen. Scorpion. Dann haben wir die Zaubermacht. Für 800 V-Bucks hat sich der Herr sofort auch gegönnt. Findet er auch ziemlich cool. Gucken wir mal auf den Werkzeugeffekt. Ja, den kriegt von mir auch 9 von 10, alleine auch schon wegen dem coolen Effekt hier. Jo, dann schauen wir doch mal hier rein. Und das ist der Spellslinger. Spellslinger hat hier ein Voting von 4 von 5 bei 26 Votes. Am 16. November 2018 ist das erste Mal drin gewesen, seitdem 7 mal 36 Reminders. Das letzte Mal im Shop vor 38 Tagen am 24. April 2019. Ja, Spellslinger oder Zaubermacht. Dann haben wir den Wolkenschlag. Cloud Strike heißt das Ding. War da nicht irgendwie noch ein Effekt? Nee, scheinbar nicht.
Ja, Cloud Strike. Sieht schon besser aus als der normale Standardgleiter. Für 1200 V-Bucks haben wir diesen Effekt hier drauf. 6 von 10 kriegt das Ding von mir. Es ist halt einfach nur ein ganz normaler Standardgleiter mit ein bisschen Effektgedöns drauf. Die 3,7 von 5 bei 30 Votes am 14. Januar 2018 das erste Mal drin gewesen. 26 Mal seitdem 32 Reminders. Ja, dann kommen wir hier wieder zu der Takara. Die habe ich ja bereits gestern vorgestellt. Konvergenz habe ich gestern vorgestellt. Shamisen Banzai habe ich gestern vorgestellt. Oben in der rechten Ecke verlinkt das Ganze. Wir können jetzt trotzdem mal ganz kurz in die neuen Noten reinschauen. Vielleicht hat sich ja noch irgendetwas geändert. Hier haben wir die Takara 3,25 von 5 bei 8 Votes, 21 Reminders. Dann haben wir das Shamisen 5 von 5 bei einem Vote, nur 4 Reminders. Dann haben wir den Engage. Er hat hier immer noch kein Voting. Das heißt also, ist auch überhaupt nicht gut angekommen, das Teil. Und zu guter Letzt haben wir noch hier den Converge, diese Lackierung da. 5 von 5 bei 2 Votes, kam auch nichts mehr großartig mit hinzu. 10 Reminders. So sind wir mit diesem Set auch schon durch. Wie gesagt, wer es genauer sehen will, oben rechts in der Ecke verlinkt jetzt. Ja, dann kommen wir mal jetzt hier zu den, zu diesen Dingern hier, diesen, dieser Elite-Töppen-Picke da. Auch hierzu habe ich bereits Videos gemacht, könnt ihr euch gerne angucken. Auch in der rechten oberen Ecke verlinkt Torgefahr, wenn es euch interessiert. Ja. Deswegen, ich gehe jetzt direkt hier hin zu den Fußball-Skins. Ja, und dann klicken wir jetzt einfach mal ganz kurz hier durch. Triple-Profi, Spielmacherin, tolle Torschützin, Flankiererin, Spitzenstürmer, Mittelfeldmeister, Kopf. Ballerer, agile Ausputzer. So, was denkt ihr, welcher dieser Skins schneidet am besten und welcher schneidet am schlechtesten ab? Schreibt es jetzt unten in die Kommentare rein, bevor ich mit der Benotung anfange, beziehungsweise mit der Bewertung. Und dann gucken wir doch einfach mal, was jetzt passiert. Also, wir fangen an bei dem schlechtesten. Und der schlechteste ist, also zumindest laut euren Bewertungen, der Aerial Threat mit einem Voting von 1,83 von 5 bei 18 Votes. Jo, das Teil, nur 15 Reminders. Aerial Threat ist hier der da, der Kopfballerer. Der Kopfballerer hat wirklich die schlechteste Bewertung von euch bekommen. So, dann schauen wir mal, wer ist der Nächste? Das ist der Stalwart Sweeper mit einem Voting von 2,48 von 5. Der Stalwart Sweeper ist der hier, der agile Ausputzer für 1200 V-Bucks. So, das hier, der agile Ausputzer. Ja, ist Platz 7. Dann schauen wir mal, wer ist Platz 6? Gucken wir mal ganz kurz hier rein. Das ist der Dynamic Dribbler mit einem Voting von 2,81 von 5 bei 21 Votes. Platz 6 für... So, das ist hier der Dribbelprofi. Platz 6 für den Dribbelprofi. Platz 5 geht an den Midfield Maestro. Mit einem Voting von 3,75 von 5 bei 20 Votes. Ja, 30 Reminders. Gucken wir mal, dass wir den Midfield Maestro hier finden. Platz 4 geht an den Super Striker. Mit 3,79 von 5 bei 14 Votes. Der Super Striker. Platz 4 für den Super Striker. Jo. Platz 3 geht an den Finesse Finisher mit einem Voting von 4,12 von 5 bei 58 Votes. Der Finesse Finisher. Und das ist hier die tolle Torschützin. Tolle Torschützin. Platz 3. Platz 2
Poised Playmaker für 1200 V-Bucks. 4,12 von 5 bei 91 Votes. Jo. Das ist diese hier. Das ist. Nein, das ist sie nicht. Wo ist sie denn? Diese hier. Die Spielmacherin. Jawohl. Platz 2 für die Spielmacherin. So, und last but not least, ihr steht auf Brünette, so wie das aussieht. Last but not least, wer bleibt da noch übrig? Ja klar, Clinical Crosser mit einem Voting von 4,41 von 5 bei 79 Votes mit Abstand. Die am besten bewertete Fußballerin in Fortnite. Clinical Crosser. Jo, und das ist sie hier, die Flankiererin. Damit hat die Flankiererin euer Voting gewonnen. Der beliebteste Fußballskin in Fortnite, die Flankiererin für 1200 V-Bucks. Ja, wenn euch das heutige Video gefallen hat, lasst mal einen Daumen nach oben da, schreibt was in die Kommentare, abonniert den Kanal und schaltet das nächste Mal ein, wenn es wieder heißt Fortnite Daily Shop News mit mir, dem Mann. Schaut rein, macht's gut, bis dann und tschüss.